Werden endlich die doppelten Krankenversicherungsbeiträge für Rentner abgeschafft? Wann endet der staatlich abgesegnete Betrug? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, ich mache es mal ganz kurz. Es ist wieder ein Thema, was jetzt kurz vor der Landtagswahl in Brandenburg aufploppt, und zwar die Doppelverbeitragung von Rentnerinnen und Rentnern im Zusammenhang mit Krankenversicherungsbeiträgen. Viele Millionen Rentnerinnen und Rentner bekommen ja nicht nur die gesetzliche Rente und werden aus der gesetzlichen Rente heraus mit Kranken- und Pflegebeiträge belastet, sondern sie bekommen auch noch Betriebsrenten. Und diese Betriebsrenten werden auch zum Teil verbeitragt, und daraus ergeben sich dann sozusagen zweimal Beiträge für die Krankenkasse und auch für den Pflegebeitrag. Und diese doppelte Verbeitragung stößt bei vielen Millionen Rentnerinnen und Rentnern wirklich sauer auf, die sagen: Wie kann das eigentlich sein? Der Bundeskanzler Scholz hat doch versprochen, er will doch hier was tun. Ja, meine Damen und Herren, und da will ich Ihnen mal einen Beitrag zeigen, der heute am 11.09.2024 in der Frankfurter Rundschau in der Online-Ausgabe hier aufgeploppt ist, und zwar unter der Überschrift "Staatlich abgesegneter Betrug: Kann die Ampel die Doppelbeiträge für Millionen Rentner abschaffen?" Ja, die Ampel hat ja nur noch ein Jahr Zeit, wenn sie es bis dahin überhaupt schafft. Das wissen wir ja alle noch nicht. In diesem Beitrag, meine Damen und Herren, können Sie auch mal nachlesen, dass viele Millionen Rentnerinnen und Rentner oft doppelte Beiträge an die Krankenkassen zahlen und damit aber auch nicht besser gestellt sind. Ja, also zum Beispiel besser gestellt wären, weil sie doppelte Beiträge zahlen, als zum Beispiel diejenigen, die keine doppelten Beiträge zahlen. Bekommen Sie dann als Rentnerinnen und Rentner eher einen Termin beim Arzt oder beim Facharzt, oder bekommen Sie eine Chefarztbehandlung, weil Sie hier mehrfach doppelte Beiträge zahlen? Ich glaube, nein, meine Damen und Herren. Hier haben wir zwei Interessenslagen. Einmal die Interessenslagen der Rentnerinnen und Rentner, die sagen: Warum soll ich hier doppelt zahlen? Und zum anderen, meine Damen und Herren, die Finanzlage der Krankenkassen. Und die Krankenkassen, meine Damen und Herren, die werden da wahrscheinlich nicht mitmachen. Das Finanzloch bei den Krankenkassen ist jetzt schon mit 3,5 Milliarden Euro so groß, dass der Bundesminister für Gesundheit Lauterbach schon angekündigt hat, dass er den Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung anheben wird. Aber was mir persönlich ein bisschen sauer aufstößt, ist letzten Endes, dass der Bundeskanzler Scholz mehrfach angekündigt hat, eine Lösung des Problems finden zu wollen. Doch einen Vorschlag von Scholz hat es bis heute noch nicht gegeben. Da muss ich der Frankfurter Rundschau absolut recht geben. Ich weiß, dass Scholz das im Jahr 2022 und 2023 schon erwähnt hat und gesagt hat, dass es hier eine Lösung geben soll. Aber eine Lösung hat es bis heute nicht gegeben. Das heißt also, die Ampelregierung, so gehe ich davon aus, wird auch im Zeichen der Haushaltskonsolidierung, wenn ich das mal so vorsichtig benennen darf, für das Jahr 2025 auf keinen Fall an dieses Problem herantreten. Ich gehe davon aus, dass die Ampelregierung nicht in der Lage sein wird, die Doppelverbeitragung bei Krankenversicherungs- und Pflegebeiträgen aus einer gesetzlichen Rente und Betriebsrenten zu beenden. Die werden das Thema einfach auslaufen lassen. Gegebenenfalls, wenn die Ampelregierung nach der Brandenburg-Wahl möglicherweise dann sowieso auseinanderfliegt, ist das Thema erstmal weg. Und ob dann eine andere Regierung diese Doppelverbeitragung das Ende einer Doppelverbeitragung dann rechtlich in Angriff nimmt, das wage ich zu bezweifeln, denn wir haben einen ganz engen Haushalt und es muss gespart werden. Natürlich, wo wird gespart? Immer als allererstes bei den Ärmsten. Aber, meine Damen und Herren, das soll es erstmal gewesen sein. Für mich ist das schon wieder mal ein ganz großer Aufreger, und deshalb möchte ich Sie darüber informieren, dass ich aktuell keinerlei Gesetzgebungsverfahren sehe und Bestrebungen sehe, dass die Doppelverbeitragung von Krankenversicherungsbeiträgen für Millionen Rentner ein Ende finden wird. Das sehe ich nicht. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.